Bevor das Video startet, ein großes Dankeschön zu über 5000 Abonnenten. Keine Sorge, das Spezialvideo zu meinem Setup kommt. Gebt mir ein bisschen Zeit, denn es soll etwas Besonderes werden. Es kommt aber im Juni. In der heutigen Newsfolge geht es um Zandvoort Comeback erst 2021, findet der Vietnam Grand Prix im November mit Fans statt, Williams Team bietet Rennstall zum Verkauf an, österreichische Regierung gibt grünes Licht für Spielberg. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Der Niederlande Grand Prix ist für 2020 abgesagt worden. Das Comeback wird erst 2021 stattfinden. Ein Geisterrennen kam für die Streckenbetreiber nicht in Frage. Ursprünglich sollte der Grand Prix am 3. Mai stattfinden und die Tickets für 2021 behalten ihre Gültigkeit. Laut Berichten aus Vietnam zufolge soll der Grand Prix, der eigentlich für den 5. April angesetzt war, im November nachgeholt werden. Dabei sollen auch Zuschauer dabei sein, denn wenn die Organisatoren das Rennen als Geisterrennen austragen, würden sie ca. 35 Millionen Dollar verlieren, was roundabout 31,5 Millionen Euro sind. Wie steht ihr zu dem Grand Prix? Wird er wirklich noch stattfinden? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Williams hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie sich von Titelsponsor Rocket getrennt haben. Das britische Traditionsteam erwägt, dass man das Team teilweise oder auch komplett verkaufen möchte. Die in Frankfurt börsennotierte Williams Grand Prix Holdings PLC hat schwere finanzielle Geldprobleme, gerade wegen dem Geschäftsjahr 2019. Hier sind einige finanzielle Daten der letzten Jahre. Gerade in der Coronavirus-Pandemie stieg der finanzielle Druck. Williams hat auch angekündigt, beim Saisonstart in Österreich eine neue Lackierung zu präsentieren. Rocket hatte mit dem Formel-1-Team eigentlich eine Partnerschaft bis einschließlich 2023, was aber zur Trennung geführt hat, wurde nicht verraten. Claire Williams sagte, dass der Rennstall seine vertraglichen Verpflichtungen mit Rocket immer nachgekommen sei. Es kann auch sein, dass der Sponsor mit den Zahlungen nicht hinterherkam. Rocket ist unter anderem auch in der W-Series und in der Formel E beim Venturi-Team aktiv. Bisher gibt es noch kein Angebot, aber sehr wenig Interessenten. Freitag hat die Plattform Die Motorprofis berichtet, dass die österreichische Regierung das Sicherheitskonzept vom Red Bull Ring akzeptiert und grünes Licht für zwei Grand Prix gegeben hat. Diese sollen am 5. und 12. Juli stattfinden. Doch das Überraschendste kommt jetzt. 500 Zuschauer dürfen mit an die Rennstrecke. Die notwendigen Mitarbeiter werden per Charterflüge auf dem Militärflughafen Zeltweg landen, der sich neben dem Red Bull Ring befindet. Dann wird jeder Einreisende auf Covid-19 getestet und erhält dann ein entsprechendes Gesundheitsattest. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine offizielle Bestätigung der Regierung oder von Spielberg. Kommen wir zu Mikes Meinung. Was Zandvoort angeht, kann ich es nachvollziehen. Nach 35 Jahren Pause sollte ein Formel-1-Comeback vor ausverkauften Tribünen stattfinden und nicht vor leeren. Vietnam mit Fans und im November? Das kommt doch überraschend und ja, aufgrund der finanziellen Lage sollten sie alles versuchen, dass Zuschauer an die Strecke dürfen. Genauso überrascht war ich, als ich erfahren habe, dass der Red Bull Ring tatsächlich 500 Zuschauer aufnehmen kann. Das sind ja immerhin gute Nachrichten sowohl für die Fans als auch für den Red Bull Ring, denn sie nehmen ein paar tausend Euro damit ein, was besser ist als gar nichts. Und zum Schluss noch das Thema Williams. Es ist natürlich sehr traurig zu hören, dass sowohl der Sponsor Rocket nicht mehr dabei ist, als auch die Tatsache, dass der Rennstall verkauft wird. Hoffen wir mal, dass sich ein Käufer findet, der das Team wieder nach oben bringt. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Smaxy. Er fragt, kennt die FIA eigentlich etwas anderes als neue Regeln und Beschränkungen? Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die Top-Teams einzubremsen und den Hinterbänkler-Teams auch eine Podiumschance zu geben. Außerdem spielen die Kosten eine enorme Rolle. Wie willst du es sonst anstellen? Schreibt mal eure Vorstellungen in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.